So, hallo und herzlich willkommen bei mir im Livestream. Heute ist DayZ Standalone mal wieder am Start. Ich habe ja die Tage schon mal Battle Royale angetestet. Wollte das gerade eigentlich auch spielen, aber da ist jetzt auf dem Server gerade nichts los. Das ist irgendwie erst irgendwo so gegen Spätnachmittag, Abend, wo da mehr auf dem Server los ist. Deswegen ziehen wir jetzt einfach ein bisschen los und schauen uns mal hier so einen Server an, der High Loot verspricht. Die Server sind ja jetzt ja, freigegeben, also auch zum Modden und eben konfigurieren. Und ja, gucken wir mal, was das Ganze verspricht. Das ist in der Anfangszeit eigentlich einfach irgendwie. Hi. What's up? Forget, man. Not just Are you? looting, looking for stuff. I don't think there's anything in here, man. Yeah, it's very rare loot. Well, I've just been through the whole of Kami and Skilliski, and the only thing I found was a Mosin. Okay. So the server said it's high loot. I guess. Yeah, I know. Where are you heading? Nothing. I just spawned in this moment, looking for some stuff. You need food? No, I'm fine actually. Thanks, by the way. So, have fun. Yeah, you too, man. See you. Unten jetzt den ersten Spieler getroffen. Ja, gucken wir mal, wie so die nächsten Kontakte sind, wenn man dann eine Waffe hat, wenn man eine Waffe geladen hat. Ich denke, man hat auch keine Munition gehabt. War wahrscheinlich überrascht, dass ich ihn einfach nur angesprochen habe, anstatt direkt loszulegen und auf ihn einzuboxen. Und ich lege jetzt viel Hoffnung in die Modder. Also eben die Leute, die wie auch in Arma 2 quasi das Spiel aus dem Nichts rausgestampft haben als Mod. Habe ich jetzt genauso die Hoffnung, dass hier in der Standalone auch eben durchs Modden sich das meiste tut. So, was haben wir denn hier? Können wir hier hoch? Ich habe ganz schlechte Erfahrungen mit diesen Holzkonstruktionen gemacht. Ich habe jetzt zwar noch nichts zu verlieren, aber direkt dann wieder an der Küste zu spawnen mit nichts und wieder hochrennen zu müssen, das habe ich schon keinen Bock drauf. Spätestens bei einem Airfield oder einer Stadt, die mal nicht so durchforstet wurde, müssten wir dann eigentlich auch ein bisschen Zeug finden. Vor allem, nachdem ich mir extra einen High-Loot-Server ausgesucht habe. Wo ist die Burg? Da ist die Burg. Okay, wir sollten die richtige Richtung haben. Bisschen nach links vielleicht noch. Bisher habe ich allerdings noch nicht viel vom High Loot gemerkt. Ich meine, man muss es ja auch immer nicht übertreiben. Ganz, ganz klar. Niemand braucht die Server, wo dann in jedem Haus eine Waffe gefühlt liegt. Aber tatsächlich dann so dieses, okay, ich muss 10 Häuser durchsuchen und finde nichts und ist mir dann zu krass irgendwie. Vielleicht muss ich auch nur wieder reinkommen und dann ist es wieder alles irgendwie so, liegt auf der Hand und ich denke mir, oh, warum habe ich mir da Schüsse Gedanken gemacht? Da ist ein Zombie auf jeden Fall da vorne. Jetzt hätte ich dann doch gerne langsam ein bisschen Munition. Hier so verriegelte Türen ist halt auch so. Die haben sie halt jetzt verriegelt, so nach dem Motto, oh, ja, sind halt zu, aber ja. Keine saubere Lösung auf jeden Fall. Dass jetzt einfach jede Tür, wo man nicht reingehen kann, zugemacht wird. Da ist es halt überall das Gleiche, ob als jetzt jeder halt seine Tür verriegelt hat mit den gleichen Sachen. Hier ist so ein Funkgerät. Okay, kann ich nicht antun. Ich glaube, ich brauche da eine Batterie, habe ich mal irgendwo gelesen. Meinte ich gelesen zu haben. Deswegen, ich glaube, ich werde auch mal wieder Arma 2 DayZ spielen. Ich glaube, der DayZ Standalone relativ viel offen vor. Plus, wenn man überlegt, was Arma 3 schon rausgeholt hat aus mit Mods eben, das ist schon unglaublich auf jeden Fall. Da kannst du dann halt. Allein der Exile-Modus oder eben was es gab mit Breaking Point oder Desolation, was jetzt auch an die DayZ Standalone angelehnt ist,
du kannst bauen, du hast Fahrzeuge, du hast die Waffen, die Engine aus Arma 3, die schon doch nochmal wesentlich besser läuft. Es ist schon heftig. Oh, hier ist ein Stützpunkt oder was? Ist hier was zu finden? Hallo? Waffe? Munition? Nein? Oh, hier liegt was. Nochmal Walkie-Talkie. Okay. Brauche ich nicht. Aber hier geht, oben geht's weiter. Vielleicht finde ich da was. Also ich muss sagen, so performance-technisch bisher läuft's gut. Ich bin mal gespannt, wenn ich dann in eine größere Stadt mal komme. Munition. MP5 OM. Ah, das habe ich schon, okay. Oder ist der jetzt pristine? Kann ich den jetzt irgendwie austauschen? Was ist der? Der ist kaputt oder? Der ist auch pristine. Wo war der jetzt dran? Hier. Also brauche ich den auf jeden Fall mal nicht aufheben. Jetzt gedacht, wenn der mega besser ist, kann ich so vielleicht langsam die MP5 reparieren. Holy shit! What the fuck? Hello, hey dude, hey dude, hey dude. Whoa, 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 Stop, whoa. stop, stop where you are, stop where you are. Okay. Put your hands up, put your hands up, press F2, press F2. F2, okay. Have you got any friends? Have you got any friends? Tell us now. No, I'm alone. Yeah, okay, drop your bag, drop your bag. I want to see what's inside What's it. your name? You sound familiar, what's your... I don't know. Wie komme ich jetzt in mein Inventar? What's your name? What's your name? Are you dead, son? Hang mau. The fuck? How can I stop my arm swinging? Press F2. F2. Press the button. Drop your bag. Drop your bag. Jetzt werden die mich hier. Everything. Strip my back. Okay, ich muss alles jetzt runterschmeißen. Ich guck mal, was Get jetzt down, passiert. motherfucker. Get down. Can I hold Get down. okay. Shotgun Drop too. your shotgun. Oh, was wollen die denn alle? Shotgun hier auf dem Boden. Was machen die jetzt mit mir? Where you heading? I don't know. Just looking for stuff. Okay. I'm here for the Well, first time, I'm feel so. Okay, well, I'm feeling nice, all right. So what I'm gonna do is I'm gonna let you take your stuff back and you're gonna run that way, okay? Okay. And you're gonna not stop until you reach somewhere, like a town. But I'm not feeling nice today. Like I just I'm just not feeling nice. You can pick up your gear too and just go. Alright, get all your stuff, get all your gear. Alter, wie stehe ich denn wieder auf? Haben die mir jetzt alles durchsucht? Thanks, bye. Run that way. Jetzt muss ich ja hier wieder wegrennen. Mann. Ich habe jetzt gedacht, ich kann hier gutes Zeug finden. Wo renne ich denn jetzt hin? Komme ich von dort? Ne, ich glaube, ich komme von rechts. Okay, krass, dass sie mich laufen lassen haben. Ich hätte aber jetzt allerdings noch gerne gelootet. Okay, die haben, glaube ich, ich weiß nicht, was sie genommen haben, die MP5 wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, ob sie irgendwas reingemacht haben oder muss ich gleich mal sortieren. Ich soll erst mal rennen. Sonst werden die auf mich schießen. Aber die haben wahrscheinlich schon gecheckt, dass ich keine Munition habe und eigentlich keine Bedrohung bin. Mit dem Küchenmesser, ich weiß nicht, was ich damit anrichten kann. Ja, ich habe mich so verschrocken gerade, meine Fresse, ganz ehrlich. Der jumpt da so rum. Ich so, oh, what the fuck? Muss mich also wieder an die Grafik gewöhnen. Okay, jetzt dürften sie mich schon mal nicht mehr sehen. Das waren auch ultra viele. Das waren ja wie viel? Vier, fünf Leute. Die hatten schon guten Stuff am Start auf jeden Fall. Was haben die mir jetzt gelassen? Ah, die haben mir alles gelassen.
Die haben mir einen komischen Pilz gegeben. Okay, kann ich den auch so knibbeln? Dann spare ich mir jetzt das Messer rauszuholen. Okay, ich blute. Ich bin infected oder was? Wodurch denn? Wann hat er mich denn erwischt? Knattert immer noch. Blutig jetzt oder was? Ich tue mich jetzt mal bandagieren. Ich bin infected. Last damage. Okay, werde ich jetzt zum Zombie, oder? Hat irgendwas dabei? Hat auch nichts dabei. Egal, wir gehen weiter. Für den Fall der Fälle nehme ich jetzt... Holy shit! Holy shit! Du hättest besser zielen sollen, mein Freund. Okay. You're dead. You're dead. Meinungen dazu? Ich weiß es nicht. Hat mich jetzt ein bisschen... Fand ich jetzt schwach.